Liebe Community und herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Wir bauen heute weiter an der Arena. Die letzte Aufnahmesession ist schon eine Weile her, daher weiß ich nicht mehr genau, was ich gemacht hatte, wie ich es gemacht hatte. Davon bitte nicht zu sehr stören. Ne? Nur so, damit ich das auch am Rande erwähnt habe. Ja. Ich hatte mich ja dann doch entschieden, hier eindeutig irgendwas drüber zu hängen oder sowas in die Richtung, weil es einfach nicht mehr so schön aussah, wie ich es mir doch erhofft eigentlich hatte. Hier muss ich denn genau so, ziehen wir jetzt mal hoch. Denn hier muss dann schlussendlich wieder so ein, ich glaube, wir machen jetzt alle ein tiefer, sonst wird das zu hoch. Und bevor es jetzt hier Nacht wird, machen wir hier schnell Day. So. Und auch sowas hier. Nein, dann da nicht, dann da nicht. Ach komm. Nicht geizen. So machen wir das. So, so. So. So machen wir das. So, so. Ja, ne, sieht so halbwegs annehmbar aus, würde ich sagen. Jetzt ist halt die Frage, ich würde jetzt erstmal schlicht und ergreifend weiße Wolle benutzen. Für das Ganze. Und damit wir so einen ganz normalen Abgrund haben, den kann man dann immer noch mit World Edit verändern. Aber dann haben wir halt grundsätzlich etwas. Und müssen da nicht irgendwie, keine Ahnung, was machen mit so einem Baum, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh Mann. Es wird Arbeit. Und ich glaube, das flippe ich dann auch wegen der Seite da hinten. Sonst wird das einfach zu viel. Aber jetzt schon genug Folgen eigentlich. Ich nehme auch wieder höchst weit im Voraus auf, weil ich es kann. Ja, ich muss sagen, wunderbar sieht das noch nicht aus. Vielleicht fällt mir da noch irgendwas Besseres ein. Irgendwie, irgendwann. Aber so lange werde ich das mal alles so machen, dass es recht normal schon aussieht und nicht irgendwie so total abstrakt probieren und dann am Ende klackt. Scheitern, also das kann ich euch auch empfehlen. Und wenn ihr irgendwas baut, übertreibt es nicht mit neuen Sachen. Sonst ist das ganze Gebäude am Ende versaut, ihr seid total unglücklich und da Luft, ne? Ja, auch scheiße. Ja. Wie machen wir noch ein bisschen mehr dran? Ich kann das ja gleich dann noch ein bisschen abwechslungsreicher in gewissen Dingen machen, aber mache ich das jetzt. Boah, das flippen wird richtig, richtig schwer, mal den Boden. Da müssen wir jetzt hier so ein kleines mal ein bisschen gucken, wie wir das machen. Hier muss ich noch eins hin, ne? Jetzt ist es hier so, dass es noch nicht drüber lappt. Da lappt es eindeutig drüber. Aber irgendwie
hier was auf. Ne? Und hier ziehe ich das was rein. Dann kommt auch direkt die Abwechslung so ein bisschen rein. Hier, wie ich sehe, muss wieder was rausgezogen werden. So, ne? Ja. Und dann hätten wir das auch so schon halbwegs. Jetzt kommt hier noch so ein bisschen Nachfingerarbeit. So machen wir das. Und jetzt hier halt ein bisschen rüber gebogen, damit das nicht zu Dingsbums da aussieht. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ich muss was lauter reden, glaube ich. Darum rede ich jetzt lauter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich jetzt schon wieder leiser. Ich könnte mich auch reden. Hier hinten sieht das noch nicht so schön aus. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken, wie ich das mache. Aber vom Grundsätzlichen her sieht das eigentlich so ganz gut aus. Da muss ich mal schnell hier gucken, wo denn genau das Ding das Geschlecht hat, weil da kann man noch, das finde ich, das kann ich auch wirklich bei Flaggen oder irgendwie sowas in die Richtung, was ihr da auch macht, kann ich das höchst empfehlen, denn ist einfach so, dann sieht das realistisch aus, da ist was durchgesteckt, zack, und ist irgendwo dran, bla bla bla, das ist einfach viel cooler, meiner Meinung nach. Man sollte, wenn man jetzt aber total viele Stämme hat, es auch nicht zu sehr übertreiben, dass ihr hier total, ich muss langsam mal reden, dass ihr zu viele von diesen Holzstäben hier rausgucken habt, wie zum Beispiel da, sollte man halt wirklich gucken, dass es nicht zu viel wird. Wenn das jetzt hier schon so, ich würde auch sagen, das ist nicht, sorry, zu übertrieben. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass hier da was hinkommt, sonst ist es nee, ne? Ist das nicht okay? Feiern wir das nicht und dann ist das nicht gut. Alle sind traurig. Das geht nicht. Nein. Ich glaube, hier mache ich das so. Keine Ahnung warum. Ich finde es hier irgendwie noch einen Ticken besser aus. Ja. So, dann bauen wir jetzt hier was hin. Wie macht das? Ich glaube, wir setzen erstmal hier was hin. Dann wirkt das direkt was dicker, was fülliger, verschiedene Farben natürlich auch. Also ist ja jetzt hier mit normalen Holzstabs geworden, nicht mit irgendwelchem Holz. So. Zack, 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 zack. Und natürlich auch an der Stelle, wo jetzt nicht das Dach ist, denn das hat halt auch das gleiche. Hier drunter mache ich jetzt nichts, sonst guckt man hier eigentlich ja ins Nichts, wenn man überall nur Mauern und sowas hat. Und jetzt glaube ich, mache ich so und dann baue ich das dann hier noch überall ein bisschen. Ja, ich glaube, das ist ganz okay so. Ganz gut aus, aber erstmal ein bisschen.
bisschen sehr schlicht an der Stelle aussieht, hier zack abgeschnitten. Müssen wir uns mal einfallen lassen, das geht so nicht. Ich glaube. Ja. Ich mache das hier so. Und so. Ich ziehe das jetzt hier an der Stelle noch was raus. Und dann werden wir hier noch so eine kleine Veranda oder sowas in die Richtung halt hinmachen, wo man auch nochmal rauskommen kann, weil dann sieht das hier nicht zu gleich aus. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war. Hier nochmal hin, da. Zack. Ja, komm. So machen wir das. Dann gehe ich einfach auf der Höhe das hier hin. Hier kommt jetzt. Eben. Eventuell, ich mache mal schnell Tag. Nicht, dass wir hier gleich im Dunkeln sitzen. Die Folge mache ich jetzt hier vielleicht etwas länger, um das hier mal wirklich. Um dann auch mal in einer Folge voranzugucken. Ihr müsst ja dann nicht ganz gucken, könnt ihr auch mal was vorspulen oder sowas, aber. Ich glaube einfach, sonst wird das zu viel. Jetzt mache ich das so und so. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Und wenn wir die Blöcke jetzt noch. So machen. Mache ich das hier so und wenn die Leute rausspringen, dann sollen sie rausspringen. Das sieht doch ganz schick aus noch. Wir können nur nochmal hier runter gehen und rausspringen. Wenn es schnell gehen muss. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, in dem Sinne probiere ich das jetzt mal zu kopieren. Sagen bis hier. Da kann man das alles bis hier. Wow. Ich habe jetzt eine riesige Menge ausgewählt. Und jetzt muss ich wieder den Mittelpunkt hier finden. Das ist die Mitte. Jetzt gucken wir in diese Richtung, geben Flip ein. Jetzt gebe ich ein Rotate 180. Puh. Und warte mal. Und du. Wow. Ja, mein Telefon klingelt, das tut mir jetzt total leid. Hallo? Puh. Aber okay. Flip-Befehl und so. Probieren wir es mal hier. Und du, das klappt auch nicht. Und ich muss kurz schneiden, sorry.
So, tut mir jetzt leid. Nein, ich aber nicht. Warte mal, ich ziehe das schon weit, zu weit raus, fällt mir da so auf. Kukuduku mache ich hier. Hey, jetzt habe ich getroffen. Ja, das sieht gut aus. Genau, dann klatschen wir jetzt hier hin. Ich muss mir kurz aufschreiben, wartet. Das war jetzt so. Ich schreibe mir halt gerade auf, dass ich in der Folge cutten muss. Also halt in dieser, an der Stelle gerade, wo das Telefon geklingelt hat und ich reden musste. Sonst vergesse ich das. Ich hatte ja mal eine Hunger Games Aufnahme, wo man dann gehört hat, dass ich meiner Mutter zugerufen habe, dass ich gerade keine Zeit habe, dass ich aufnehme. Das soll natürlich jetzt erstmal nicht mehr passieren, daher darf ich das Cutten und sowas nicht vergessen. Weil Zeit, um die Videos wirklich komplett jetzt zu gucken oder so, da habe ich dann habe ich keine Zeit zu. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, glaube ich auch nicht ganz so die Lust. Und ja, ne? Jetzt die große Frage: Soll ich schon rotieren? Ich glaube, das Rotieren kommt in der nächsten Folge, weil ich glaube, dann sind wir auch fast fertig. Und wenn wir fast fertig sind, Leute, dann können wir das feiern. Weil es wird rotiert, dann kommen hier noch diese kleineren Sachen hin. Oder ich glaube, ich verbinde das einfach hier komplett. Und genau, das bauen wir jetzt noch schnell. So. So. Mal schnell hier schon mal alles wieder zukleistern. So machen wir das hier weg. So, dann ziehen wir jetzt schon mal eins weiter. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, die hier sind alle. Oh nee, die sind noch auf der anderen Seite. So, dann hätten wir das. Den Teil hier auf der Seite, den kann ich ja kopieren. Wie sich wahrscheinlich jeder denken kann. Hier ist jetzt der Eingang in das Ganze. Solche Sachen werden halt jetzt noch kommen und dann sind wir fast fertig. Fettig. Dann sind wir auch fast fettig. Oh Mann. Copy. Rotate 90. Ich bin jetzt sicher. Boah, das wird eine 20-Minuten-Folge, Leute. Like a Mother, aber. Was hab ich denn? Like a Boss, wollte ich sagen. Was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt. Undo machen wir. Dann geben wir Rotate 180 ein. Stellen Sie Nummer Fett an die Wand und geben hier Paste ein. Und dann. Haben wir das auch? Weg. Das hier auch. Da packen wir das hin. Den Block machen wir weg und hauen den dafür hier hin. Der kann ja bleiben, ist ja einfach so.
Beleuchtung müssen wir auch noch finden. Aber ich finde, das sieht dann ganz gut aus. Und jetzt können wir hier schon mal was dran kloppen. So. Jetzt ist die große Frage, wie kann ich den Eingang jetzt noch was verbessern, verschönern? Wisst ihr was? Das gucken wir in der nächsten Folge, dann wird das Ding ja nicht zu lang. Aber ist ja okay. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Rotaten. Die Arena ist dann fast fertig. Vielleicht habe ich alles in der Folge und dann in Folge 10 machen wir das geile Schlachtfeld. Wenn das alles so läuft, wie ich will. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst ein Like da. Das hilft mir. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.